Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem dritten Teil unserer Themenreihe Gottes Liebe und das Böse in der Welt. In den ersten beiden Teilen haben wir darüber gesprochen, wie das Böse überhaupt in die Welt kommt, was die Ursache des Bösen ist und wie sich das Böse ganz konkret auswirkt, beziehungsweise wer das Böse in der Welt ganz konkret tut. Heute soll es darum gehen, wie sich Gott zu dem allen verhält. Also Teil 3, wie handelt Gott in dieser gefallenen Welt? Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Gott diese Welt nicht sich selbst überlässt, nicht die gefallene Welt und auch nicht den gefallenen Menschen, sondern was wir sehen in der Bibel, ist ein ganz ausdrücklicher Heilswille Gottes. Also Gott möchte den Fortbestand der Schöpfung, Gott möchte den Fortbestand des Lebens und, was sehr, sehr wichtig ist, Gott möchte eine Beziehung mit den Menschen. Also dieser Bruch, der durch die Sünde entstanden ist und deren Folgen, dieser Bruch soll sozusagen überwunden werden. Und Gott setzt alles daran, dass dieser Bruch halt eben überwunden werden kann. Und hier sehen wir in der Bibel unterschiedliche Phasen, auf die wir noch zu sprechen kommen, auf welche Weise Gott das macht, insbesondere dann im Neuen Testament durch Jesus. Gott handelt in dieser gefallenen Welt auf verschiedene Weise. Ich möchte vier Dinge vorstellen. Das erste, Gott gibt sein Gebot und seine Ordnungen in seinem Wort. Also Gott sendet sein Wort. Das zweite, Gott verabscheut und bestraft das Böse. Das dritte, Gott gewährt Gnade und Vergebung. Und das vierte, was wir sehen, ist die Erlösung durch und in Jesus Christus. Nun zum ersten, das Gebot und die Ordnungen Gottes. Gott gibt dieser gefallenen Welt sein Gebot und seine Ordnungen. Das heißt, das Gebot Gottes und die Ordnungen Gottes sind dem der Sünde verfallenen Menschen zum Schutz gegeben. Deswegen sprechen wir auch von der Erhaltungsordnung. Also so die Vorstellung, das Gebot Gottes würde immer nur alles einengen oder wäre irgendwie schwierig, kompliziert, wäre etwas Schlechtes oder Negatives. Also dieses Bild kennt die Bibel definitiv nicht, sondern das Gebot Gottes ist den Menschen und dieser Welt tatsächlich gegeben, um Leben zu schützen, um Werte zu schützen, um die Menschen zu schützen. Das ist Sinn, Ziel und Zweck aller Gebote und aller Ordnungen Gottes. Das heißt, die Ordnungen Gottes sind grundsätzlich gut. Gottes Ordnung, Gottes Gebot ist etwas Gutes. Ist nicht etwas, was mich niederdrückt, was mich zerstört oder was irgendwie krank macht oder so, sondern genau das Gegenteil ist der Fall, wo Gottes Gebot in, so wie die Bibel es sagt, angemessenerweise angewandt wird, wird es sich immer segensreich auswirken. Ein weiterer Punkt hier an dieser Stelle ist, dass das Gebot Gottes gegeben ist, um die Boshaftigkeit des menschlichen Herzens in Zaum zu halten. Wir haben in den ersten beiden Teilen gesehen, dass die Bibel deutlich davon spricht, dass das menschliche Herz im Grunde genommen böse ist und zur Boshaftigkeit neigt. Und Gott gibt sein Gebot, um eben halt diesen bösen Neigungen Einhalt zu gebieten, insbesondere nicht nur den Neigungen, sondern vor allen Dingen auch dem bösen Tun. Dabei handelt der Mensch nach wie vor frei und trifft seine Entscheidungen. Also dieser Handlungsspielraum, von dem wir geredet haben, den Gott den Menschen gegeben hat, dieser Handlungsspielraum ist dem Menschen nicht genommen, sondern Gott gibt dem Menschen nach wie vor Freiraum. Hier sprechen wir von dem Freiraum gewährenden und dem zulassenden Handeln Gottes. Also Gott lässt zu, dass der Mensch Dinge tut. Also nicht nur böse Dinge, sondern Gott lässt tatsächlich zu, dass der Mensch auch böse Dinge tun kann. Die Handlungsbefugnis, die in der Schöpfung gegeben ist, ist dem Menschen also nicht genommen. Aber alles das, was der Mensch tut, tut er in der Verantwortung vor Gott. Das heißt, jeder Mensch muss sich für das, was er tut, verantworten. Das heißt, es gibt immer eine Letztverantwortung. Das ist sehr wichtig, auch für die Ethik, dass es immer eine übergeordnete Verantwortung gibt. Aber der Mensch kann tatsächlich gute oder böse Dinge tun. Gott
lässt den Menschen gewähren. Dabei ist es so, dass Gott nichts entgeht, dass Gott alles sieht. Das ist sehr wichtig, vor allen Dingen bei Unrecht, bei schweren Verbrechen, die vielleicht manchen Menschen nicht nachgewiesen werden können. Wichtig hier an dieser Stelle ist, es gibt immer eine letzte Gerechtigkeit. Das ist ganz zweifelsfrei die Aussage der Bibel. Ein weiterer Punkt ist die Zulassung Gottes als Glaubensprüfung. Die Bibel spricht davon, dass Gott manche Dinge zulässt und gewähren lässt, um die Menschen zu erziehen, um sie in eine richtige Bahn zu bringen, um sie sozusagen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das alles geschieht in seiner Liebe. Hier haben wir deutliche Beispiele in der Schrift. Ein ganz prominentes Beispiel ist Hiob. Hier sehen wir, dass tatsächlich Gott dem Satan die Möglichkeit gibt, Hiob zu schaden. Das heißt, Hiob erfährt hier tatsächlich Leid, macht eine Leiterfahrung. Das ist sicherlich ein sehr schwerer Weg, ein für viele Menschen, vielleicht für alle Menschen, vielleicht sogar unverständlicher Weg, warum Gott das macht. Aber was wir sehen ist, dass einmal der Satan hier nicht souverän ist, sondern dass er nur das tun kann, dass sozusagen an Hiob nur das rankommen kann, was Gott ihn zulässt, was Gott ihn gewähren lässt. Und das Zweite ist, dass eben diese Glaubensprüfung am Ende des Tages belohnt wird. Also die Treue von Hiob wird am Ende des Tages tatsächlich von Gott belohnt. In Hebräer 12, Vers 7 lesen wir, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Oder in Jakobus 1, 2 bis 3, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Oder Jakobus 1, Vers 12, wo es heißt, selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieben. Also wir sehen hier eine deutliche Parallele zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Manche sprechen hier auch von einer Kontinuität des Handelns Gottes. Auf jeden Fall, Gott wird die Glaubenstreue am Ende des Tages immer belohnen. Ein weiteres, was wir sehen, ist, dass Gott, auch wenn er der Schöpfung und dem Menschen Handlungsfreiraum gibt, nicht daneben steht. Das ist eine Auffassung, die hat es früher auch gegeben, gibt es vielleicht auch heute auch noch, die nennt man Deismus, dass Gott sozusagen die Dinge schafft und jetzt einfach mal zuguckt, wie das alles so läuft. Also das sehen wir in der Bibel so nicht, sondern wir sehen tatsächlich, dass Gott immer im Regiment sitzt, dass Gott eingreift in ganz spezifischen Situationen, ganz individuell, wenn er eben sozusagen gemäß seinem Plan eingreifen muss. Wir sehen Führungen und Fügungen, wir sehen Bewahrungen, wo Gott Menschen vor noch größerem Unheil bewahrt. Wir erleben Gebetserhörungen, wo Menschen Gott um etwas bitten und tatsächlich Gott dieses Gebet erhört. Ja, wir sehen sogar im Neuen Testament, wo Jesus an einer Stelle sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das heißt, dass es sogar Dinge gibt, wenn wir, oder Situationen, dass wenn wir Gott um eine bestimmte Sache nicht bitten, wir sie dann tatsächlich auch nicht haben. Wobei man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass Gott uns nichts Wesentliches und Essentielles vorenthält. Also das ist natürlich auch eine Grundbotschaft der Schrift. Dieses Eingreifen Gottes geschieht nie willkürlich, sondern geschieht immer in seiner Souveränität und nach seinem Plan. Wenn zum Beispiel jetzt jemand beten würde, Herr, ich würde mir so sehr wünschen, dass du morgen früh um 8 Uhr wiederkommst. Das wäre echt prima, dann würde ich heute Abend noch mal ein schönes Grillfest feiern oder so. Aber dann morgen um 8, das würde ich mir sehr wünschen, dann komm doch bitte wieder. Da können wir davon ausgehen, dass dieses Gebet mit Sicherheit nicht erhört wird. Warum? Weil es eben nicht seinem Plan entspricht. Sein Plan ist, dass Gott alleine weiß, wann der Zeitpunkt sein wird, wann Jesus wiederkommt und wie die Dinge sich verhalten werden. Also daran werden unsere Gebete nichts verändern. Und so gibt es viele ganz grundlegende Dinge, an denen unsere Gebete definitiv nichts ändern werden. Gut, man versündigt sich nicht, wenn man so betet, aber sie verändern nichts, weil sie entsprechen in dem Fall nicht dem Plan Gottes, so wie er uns in der Schrift geschrieben ist. Also, halten wir mal fürs Erste fest. Gott greift aktiv ein,
Er lenkt, er führt, er bewahrt, er heilt, aber auch nicht immer. Er erhört Gebete. Dann gewährt Gott Freiheit und Selbstentfaltung, so wie er die Schöpfung angelegt hat, aber immer nach seinen Schöpfungsordnungen und nach seinem Gebot. Er lässt Dinge zu, auch Handlungen, die seinem Willen und seinem Gebot widerstehen, also auch Sünde. Wenn Gott die Sünde nicht zulassen würde, dann würde es ja keinen Menschen geben auf dieser Welt, der unrechte Dinge tut oder der sündige Dinge tut. Also Gott lässt das tatsächlich zu. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie steht Gott dazu? Wie geht er damit um? Damit kommen wir zum Zweiten, nämlich, dass Gott das Böse verabscheut. Gott verabscheut und bestraft das Böse. Da lesen wir an vielen Stellen, beispielhaft lese ich Jesaja 5, Vers 20, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. So ganz eindeutig, Gott verabscheut das Böse. Es gefällt ihm nicht, er hat keine Freude daran, sondern verabscheut und bestraft es, beziehungsweise will, dass es bestraft wird. Der Ausgangspunkt und die Grundlage für Gottes Gerichts- und Strafhandeln ist Gottes definitive Gerechtigkeit, Gottes vollkommene Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Er ist ein gerechter Gott und ein Gott der Gerechtigkeit. Das heißt, das Böse kann niemals ungestraft bleiben. Das ist nicht eine Drohung, vielleicht für den Übeltäter, kann man schon sagen, eine Warnung, aber es ist vor allen Dingen eine Verheißung. Es gibt kein Böses, das den Augen Gottes entgeht und was nicht ungesühnt bleibt. Ansonsten, wenn das nicht so wäre, wäre Gott kein gerechter Gott. Es gäbe keine höchste, verlässliche und unkorrumpierbare Gerechtigkeit. Gott handelt dabei niemals willkürlich oder despotisch. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Jemand begeht ein schweres Verbrechen, einen Mord. Er schießt die Ehefrau von einem Mann und steht jetzt vor Gericht. Und der Richter würde jetzt sagen, och, boah, das war ganz schlimm und so, aber ich vergebe dir jetzt, und aber bestrafen kann ich dich nicht, weil wie denken dann die Leute über mich, weil ich bin ja schließlich ein liebender Richter und ich bin gnädig und barmherzig und deswegen, tschüss, kannst du nach Hause gehen. Nicht? Also ich möchte nicht in den Ruf kommen, ein strafender Richter zu sein. Kurze Frage, wie würden wir wohl darüber denken? Rein menschlich, jetzt mal ganz ohne Gott. Jeder würde sagen, geht's noch? Hallo, was ist denn das? Wo bleibt denn hier die Gerechtigkeit? So, und genauso ist das bei Gott auch. Gott handelt niemals willkürlich, aber er handelt immer gerecht. Es gibt keine Gerechtigkeit und keinen Menschen und keine Instanz in dieser Welt, im ganzen Universum, die gerechter wäre als Gott. Also insofern müssen wir diesen Gedanken, dass Gott Gericht übt und zur Verantwortung zieht, keinesfalls als bedrohlich empfinden, sondern immer als Verheißung. Gott ist ein gerechter Gott. Es gibt diese absolute Gerechtigkeit und Sünde und böse Taten, Verbrechen und all diese Dinge, Ungerechtigkeiten, werden immer Konsequenzen nach sich ziehen. Entweder in dieser oder eben in der künftigen Welt. Die Sanktionierung böser Taten geschieht auf zweierlei Weise. Das ist das, was wir sehen. Einmal soll die Strafe von Menschen ausgeführt werden, aber auch hier sagt Gottes Wort deutlich, keine Willkür, sondern exakt gemäß nach dem Gesetz Gottes. Also so, wie Gott das sozusagen angeordnet hat in seinem Wort und in seinen Geboten. Und das Zweite ist, dass Gott selbst Gericht übt, dass Gott selbst aktiv wird und tatsächlich Menschen für Übeltaten bestraft und zur Verantwortung zieht. Ein Punkt, der hierbei sehr, sehr wichtig ist, dass dem Gerichts- und Strafhandeln Gottes immer die Warnung vorausgeht. Die Warnung und auch der Ruf zur Umkehr. In 2. Könige 17, 13 lesen wir, es gibt viele Stellen, aber diese Stelle möchte ich jetzt mal als Referenz nennen. Da heißt es, und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen, kehrt um von euren bösen Wegen
und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Gott handelt niemals willkürlich. Er sagt, wenn ihr das und das und das tut, dann ist es richtig, da liegt Segen drauf. Aber wenn ihr das und das und das tut, wenn ihr böse Dinge tut, dann hat das auf jeden Fall Konsequenzen. Wichtig hier an dieser Stelle ist, und das möchte ich ausdrücklich sagen, dass man hier keine Umkehrschlüsse ziehen darf. Schon zu biblischen Zeiten war die Versuchung groß, dass man jetzt überlegt, wenn ein Mensch zum Beispiel krank wird oder wenn irgendetwas geschieht, ein Unglück geschieht oder so, dann geschieht das möglicherweise deshalb, weil du etwas falsch gemacht hast, weil du dich versündigt hast, weil du Gott gegenüber falsch gehandelt hast. Diese Umkehrschlüsse und Rückschlüsse bei Leiden sind definitiv illegitim. Also dieses Leiden oder Unglück widerfährt mir, weil ich nun wegen einer Sünde oder eines Fehlers von Gott bestraft werde. Diesen Rückschluss kennt die Bibel so nicht. Was wir sehen, ist, dass davor gewarnt wird. Bei Hiob zum Beispiel. Die Freunde in Hiob 8, Vers 4 stellen genau diesen Bedingungszusammenhang her, indem sie sagen, das alles geschieht dir jetzt, weil du eben nicht ein Gerechter bist, weil du nicht Gott die Treue gehalten hast, sondern weil du im Grunde genommen böse bist. Weil deine Kinder böse sind und deswegen geschieht das jetzt alles. Und im Neuen Testament warnt Jesus genauso davor. Darauf werden wir noch im Einzelnen zu sprechen kommen. Ein weiteres, was wir sehen, ist, dass halt eben nicht jede individuelle Sünde ein sofortiges Strafhandeln Gottes nach sich zieht. Also diesen unmittelbaren Zusammenhang kennen wir halt eben in der Bibel nicht. Was wir kennen, ist, dass böse Taten Konsequenzen haben. Manchmal kann man Dinge auch nicht wieder gut machen. Wenn ein Mensch zu Tode gekommen ist, dann muss man eben die Konsequenzen, die Folgen der Sünde tragen. Aber es gibt auch den Gedanken der Wiedergutmachung, der Erstattung, das sogenannte Jus Talionis oder wie man das auch nennt, Talionsgesetz oder Talionsrecht, drückt genau diesen Gedanken aus, dass sozusagen eine Wiederherstellung, eine Wiedergutmachung, eine Erstattung erfolgt. Ja, das ist eigentlich gemeint mit dem Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hier geht es also nicht um ein Vergeltungsprinzip, sondern hier geht es um ein Erstattungsprinzip und zwar im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Ähnliches sehen wir auch im Neuen Testament, etwa bei Zachäus, der dann sagt, nachdem er den Herrn getroffen hat, ich will erstatten, was ich zu Unrecht an mich genommen habe. Also auch hier wieder dieses Erstattungsprinzip bei Zachäus sogar, ich will es dreifach erstatten oder vierfach. Nicht? Aber das ist dann so die individuelle Entscheidung des Einzelnen. Also dieses Wiedergutmachungsprinzip. Sofern das eben möglich ist, Dinge wieder gut machen zu können. Ein weiteres, was wir sehen in der Bibel, ist der Gedanke der Sühne und des Opfers. Hier steht im Vordergrund der Gedanke der Stellvertretung. Der Gedanke, dass ich eigentlich diese Strafe verdient hätte, aber eben, dass diese Strafe nicht an mir vollzogen wird. Im Neuen Testament wird erst wieder im Zusammenhang des Endgerichtes von der Strafe geredet. Also das Endgericht, vor dem sich alle Menschen verantworten müssen. Im Neuen Testament ist es so, nachdem Jesus gekreuzigt, gestorben und auferstanden war, dass wir jetzt in der Zeit der Gnade leben. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist die Zeit des Heils. Das ist also eine Zeit, wo Gott nicht mehr unmittelbar Gericht übt, sondern die Möglichkeit, dass die Menschen tatsächlich in sich gehen, dass die Menschen zur Umkehr kommen können. Aber am Ende der Zeit wird Gott die Menschen trotzdem zur Verantwortung ziehen. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen, die das zum Ausdruck bringen, etwa Matthäus 25, Vers 46, 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Wer möchte, kann diese Stellen ja gerne mal nachschlagen. Ich möchte jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber wer eine Bibel hat, kann das nachschlagen. Ferner die Gerichte der Offenbarung, etwa die sieben Siegel oder die Zornesschalengerichte. Aber was wir sehen ist, dass sie immer die Gegner Gottes betreffen. Immer diejenigen, die Böses getan haben.
Wenn wir mal ins Neue Testament schauen und dieser Frage nachgehen, ist diese Krankheit deswegen jetzt zu dir gekommen oder hat sie dich befallen, weil du gesündigt hast? Also ist irdisches Leiden und Krankheit als Strafe Gottes wegen bestimmter Sünde zu sehen. Ein ganz prominentes Beispiel ist hier der Gelähmte in Johannes 9, Vers 1 bis 3, das lese ich. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Also auch wieder hier dieser Zusammenhang, den die Jünger hergestellt haben. Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern? Irgendeiner muss ja schuld sein. So, dass Gott diesen Menschen jetzt schlagen muss. Und Jesus sagt ganz klar: Nein, definitiv nicht. Hier sind andere Dinge im Spiel, aber das definitiv nicht. Ein weiteres Beispiel, etwa der Turm zu Siloa. In Lukas 13, Vers 1 bis 5, da heißt es: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Also auch hier ganz klar die Botschaft Jesu: Persönliches Leiden oder Unglück darf niemals auf eine besondere individuelle Schuld vorschnell zurückgeführt werden. Es gibt Leid und Unheil generierende Abläufe und Ereignisse, die in der Eigendynamik der gefallenen Schöpfung begründet liegen. Und dabei gibt es durchaus auch das Leiden des Gerechten. Es gibt die Ungerechtigkeit, die auch Menschen betrifft, die dem Herrn vertrauen. Denken wir an Propheten wie etwa Jeremia. Ja, bis hin zu Jesus selbst. Jesus ist schuldlos am Kreuz von Golgatha gestorben. Gerne wird an dieser Stelle der Einwand gebracht: Ja, was ist denn dann mit Ananias und Sapphira? In Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11, die waren ja gläubig, gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Manche sagen, die waren wahrscheinlich gar nicht richtig gläubig. Also wenn ich den Kontext sehe, kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Die waren Leute aus der Gemeinde, alle haben sozusagen ihr Eigentum verkauft, es zu Apostel Füßen gelegt, war auch alles in Ordnung, hätten sie auch behalten können, kein Problem. So, das Problem war, dass Ananias und Sapphira jetzt falsche Dinge vorgegeben haben. So, das heißt, sie haben den Heiligen Geist belogen. So, mit der Folge, dass beide eben tot umfielen. Weitere Beispiele sind etwa Herodes, der plötzlich von Würmern zerfressen wurde, weil er sich hat als Gott verehren lassen. Oder der Magier Elymas in Apostelgeschichte 13, 8 bis 12, der eben mit Blindheit geschlagen wurde. Sind das jetzt Beispiele dafür, dass Gott auch im Neuen Testament unmittelbar aufgrund von sündigem Verhalten Menschen schlägt und bestraft? Interessant ist, dass, was Hananias und Sapphira betrifft, in der Kirchengeschichte kein einziges Beispiel oder keine einzige weitere Parallele bekannt ist. Wenn das nochmal vorgekommen wäre, wäre in irgendeiner Quelle das verzeichnet worden. Es wäre zu erwarten gewesen, dass das irgendwo verzeichnet ist. Ist es aber nicht. Was Herodes betrifft und in Magier Elymas ähnlich. Auch andere römische Herrscher, wie zum Beispiel die Cäsaren, Caligula, Nero, Domitian und so weiter, haben sich als Götter verehren lassen. Oder die ägyptischen Pharaonen oder auch andere Herrscher im Orient haben sich als Gott oder göttlich verehren lassen und sind nicht unmittelbar von Würmern zerfressen worden. Das ist wichtig, das zu sehen, um hier nicht sozusagen ein allgemeines Handlungsmuster abzuleiten, was aus meiner Sicht illegitim ist. Sondern es handelt sich ganz offenkundig um sogenannte individuelle oder man kann auch sagen singuläre Ereignisse. Es gibt in der Schrift eine ganze Reihe anderer Beispiele, wo das ähnlich ist, wo Gott nur ein einziges Mal so handelt. Zum Beispiel, dass Lots Frau zur Salzsäule wird. Also ich weiß von keiner anderen Person, weder aus der Bibel noch in der Geschichte, die zur Salzsäule geworden wäre. Oder die Kraft in den Haaren des Simson.
Ja, und Haare abschneiden, Kraft ist weg. Richter 16, Vers 17. Oder die Entrückung des Elia mit dem feurigen Wagen. Es gibt kein weiteres Beispiel, weder in der Schrift noch in der Geschichte. 2. Könige 2, Vers 11. Oder die Heilungskraft in den Schweißtüchern des Apostels Paulus. Apostelgeschichte 19, Vers 12. Und es ist eine ganze Reihe Dinge, die wir sehen in der Schrift, die berichtet werden, die singulär sind, die nur ein einziges Mal vorkommen. Und deswegen darf man hier kein allgemeines Handlungsmuster ableiten. Deswegen sind diese Stellen und diese Ereignisse auch nicht geeignet, Begründungsgrundlage für Gottes Handeln in Strafe und Gericht zu dienen. Die meisten Fehlinterpretationen und Irrtümer in der Theologie entstehen genau durch solche Verallgemeinerungen von singulären Ereignissen oder eben halt auch durch illegitime Schlussfolgerungen und Rückschlüsse. Also davor muss man wirklich ausdrücklich warnen. Ein drittes, was wir sehen in der Heiligen Schrift, ist, wie Gott handelt, nämlich, dass Gott Gnade und Vergebung gewährt. Gott ist ein von Ewigkeit her gnädiger und barmherziger Gott. Übrigens gilt die Rede vom gnädigen und barmherzigen Gott, der Sünde vergibt, nicht nur erst im Neuen Testament, sondern das ist Gottes Wesen. Luther hat mal gesagt, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Und das sehen wir im Alten wie im Neuen Testament. Ganz prominent natürlich Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also dieser ganze Psalm preist Gottes Gnade von A bis Z. Und nicht nur dieser, sondern viele, viele andere Stellen auch, im Alten wie im Neuen Testament. Und das ist Gottes Wesen. Gottes Wesen ist Liebe, ist Gnade, ist Barmherzigkeit. Gott sucht die Menschen zurückzugewinnen. Gott macht alles, um die Menschen zu gewinnen. Gott sendet seine Boten, sagt uns die Bibel. Er ruft zur Umkehr, er ruft zum Glauben. Vertraut mir, kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, er sagt sogar in Hesekiel 33, Vers 11, so spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von eurem bösen Wege. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Definitiv nicht. Aber auch das ist die Wahrheit. Ohne Glauben und ohne Vertrauen, ohne Hinwendung zum lebendigen Gott, ohne diese Umkehr von den bösen Wegen hin zu Gott, gibt es keine Gerechtigkeit vor Gott. Das gilt übrigens im Alten Testament wie im Neuen Testament. Der Gerechte, so heißt es, wird aus Glauben leben. Habakkuk 2, Vers 4, nicht, was ja dann auch im Neuen Testament wieder aufgegriffen wird, etwa in Römer 1, Vers 16. Die Gerechtigkeit vor Gott kommt durch den Glauben, eben nicht durch die Werke, weil Gott ganz genau weiß, dass wir sündigende Menschen sind, dass wir Sünder sind, dass kein Mensch vollkommen ist, dass kein Mensch sozusagen so handeln kann, dass er Kraft seines Gutseins oder seines guten Handels vor Gott bestehen. Das ist völlig ausgeschlossen und Gott weiß das auch. Und deswegen eben die Gnade. Und die Gnade, die wird uns zuteil, wenn wir uns an Gott wenden. Also auch hier kein Automatismus, sondern der Glaube, die Hinwendung zum lebendigen Gott. Und das ist eben der Ruf. Im Alten wie im Neuen Testament. Lasst euch versöhnen mit Gott. Oder wie Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also diese Einladung, diese ausgestreckte Hand Gottes, die wir sehen, nicht in diesem Leid, in diesem Schmutz, in dieser Sünde, die Möglichkeit, die Gott eröffnet, ein Tor hin zur Ewigkeit, ein Tor hin zum Segen. Das ist das, was der gnädige und barmherzige Gott tut. Das ist die Botschaft der Bibel. Damit kommen wir zum vierten und letzten Punkt, nämlich die Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha, in Kreuz und Auferstehung. Wir lesen
In 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hier gipfelt sozusagen das Handeln Gottes in dieser verlorenen Welt. Jesus sagt mal an einer Stelle, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hier sehen wir ganz, ganz tief das Vaterherz Gottes und die Liebe Gottes, der sozusagen kein Opfer scheut zugunsten von uns Menschen, damit wir die Möglichkeit haben, zurückzukommen und das ewige Leben zu haben, dass wir eben nicht ins ewige Verderben gehen. Das ist das, was die Bibel sagt. Gott will, das ist ein ausgesprochener Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Aber auch hier kein Automatismus, sondern auch hier gilt der Ruf, die Freiwilligkeit, der Ruf Gottes, das Werben Gottes, kommt zu mir, kehrt um zu mir. Aber es ist eine freiwillige Sache. Wir Menschen sind keine Marionetten. Diese Erlösung in Jesus, so sehen wir in der Heiligen Schrift, geschieht in zwei Phasen, so könnte man das nennen, oder zwei Schritte. Ich nenne das mal die Phasen der Erlösung. Die erste Phase, man könnte auch neusprachlich das so bezeichnen, Erlösung 1.0 sozusagen, das ist die Vergebung der Sünden. Wenn wir zu Jesus kommen, erleben wir und erfahren wir die Vergebung der Sünden. Dann wird uns die Gotteskindschaft geschenkt, das ewige Leben, die Überwindung des Todes. Die Bibel spricht hier von der Bekehrung, Jesus als seinen Herrn annehmen. Ich komme zu Jesus und sage, Jesus, ich nehme dich als meinen Herrn an. Das ist sozusagen der Weg. Und so lesen wir in Römer 6, Vers 23, der Sünde Sold ist der Tod. Gottes Gabe aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Das ist das, was Gott möchte. Das ewige Leben schenken. Dann Epheser 1, Vers 7, wo wir lesen, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist es, was bereitsteht. Und das ist es, was Gott uns anbietet, was wir im Glauben ergreifen können. Im Glauben ergreifen bedeutet, Jesus als seinen Herrn annimmt. Sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben. Das bedeutet, es ist eigentlich eine ganz einfache und simple Botschaft, die überhaupt nicht kompliziert ist. Das bedeutet aber nicht, dass damit schon alles Leiden in dieser Welt überwunden ist. Nein, das bedeutet es nicht. Wir sind nach wie vor in dieser Welt, nach wie vor in dieser gefallenen Welt. Auch wenn jemand Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat, wenn er Christ ist, wenn er mit Jesus lebt, stehen wir trotzdem nicht über diesen Dingen, sondern Leiterfahrung gehört für alle Menschen dazu. Das sind die Dinge in dieser Welt. Aber wir haben trotzdem das ewige Leben. Das ist die erste Phase. Aber da wartet noch etwas anderes auf uns, nämlich die zweite Phase. Und die steht noch aus. Die Bibel spricht hier von der Vollendung, von der Erlösung des Leibes, vom Ende der Vergänglichkeit, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. So lesen wir in Römer 8, Vers 21 folgende, da heißt es, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht aber allein sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Das steht noch aus. Aber das ist das, was Gott uns zusagt in der Bibel, dass dieser Schritt, sozusagen die Vollendung der Erlösung, noch kommen wird. Und so lesen wir in Offenbarung 21, Vers 4. Und da wird alles drauf hinauslaufen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Über das, was Gott
tut und tun wird in dieser Welt, in allem Leiden und in allen Schmerzen. Gott wird dem allen ein Ende bereiten. Ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn Ihnen der Vortrag gefallen hat, wenn es Ihnen etwas gegeben hat, haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie mögen, uns zu unterstützen am BSK. Sie werden am Ende des Vortrags eben die Bankverbindung eingeblendet sehen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.